Bischof von Flusswald. Lokir von Rorix. Rage-Modus an. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht morgen. Aus dem Weg. Will sonst noch jemand fliehen? Nö. Ich will ja hier zuschauen kurz. Zeigt mir, was ihr könnt. Wer seid ihr? Ich bin ein Nord. So. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Hauptmann, was sollen wir tun? Okay, ich gehe nirgendwo hin. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Nein, ich werde ermordet von diesen Leuten, weil ich mich nicht bewegen kann. In eurem Heimatland. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Nee, nicht so gerne. Ich will lieber zuschauen, ob sie jetzt wieder kommen. Ich kann meine Kamera nicht bewegen. Wo sind sie hin? Die sind einfach abgehauen. Aber ein Held setzt nicht eine Macht, das letzte Mal haben sie sich abgeschlachtet. Wie wilde Tiere. Das Pferd ist auch ein bisschen komisch dort. Ihr habt diesen Krieg angefangen. Jetzt kommen sie wieder. Jetzt. Oh, nein. Nicht Ulfric. Nicht Ulfric. Lasst ihn. Jetzt ist es übrigens eine Wache. Es ist gar kein Bandit. Es waren alle Banditen aufeinander losgegangen. Also diese Sturmmäntel. Genau, nicht Banditen. Ja, jetzt sehe ich nicht mehr viel. Nicht mich. Ah. Boah, Mann. Einen Schlag, ey. One Hit. Hallo? Geht's da? Jo, genau, das ist der Ultimate Follower, Overhaul Mod, genau, UFO, der mit einem anderen Mod wahrscheinlich in Konflikten steht, die Leute, random Leute werden aggressiv, ja, wir haben verloren, weil das Spiel nicht mehr weitergehen will, ja, jetzt können wir das nochmals kurz laden. Der Spielstand ist beschädigend, kann ich geladen werden. Bitte nochmal. Ja, so geht's. Was passiert jetzt? Ein Beispiel. Jetzt gerade passiert noch nichts, aber es kommt wahrscheinlich wieder einer dann im Hintergrund. Vielleicht geht's jetzt auch, weil wir da einfach uns gespeichert hatten, irgendwie. Automatisch. Um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Pferd kommt. Doch, da kommt er. Nochmals, Ulfric. Ja, und dann kommt doch der andere irgendwo von dieser Seite. Nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Ulfric ist schon tot. Es ist nichts. Weitermachen. Ja, er bleibt noch am Leben, er ist unbesiegbar. Gebt ihnen und dann, der wird jetzt genau... Oh nein, er wird gemacht dieses Mal. Der Meister wird angegriffen. Kommt da hinten noch etwas? Im Tode so furchtlos, wie er im Leben. Ah, das Kaiserreich. Aber... Okay. Ja, die können doch nichts dafür, die müssen auf den Block. Komm jetzt. Nein, ich will nicht. Lol, jetzt wird er wieder auf den Weg angegriffen. Was ist, wenn wir jetzt weiterspielen können? Das ist nämlich gut. Wir können scheinbar noch weiterspielen dieses Mal. Was passiert jetzt? Ja, der Tag kommt, ist klar. Eigentlich sollten alle aufeinander losgehen oder so. Ich möchte euch noch ein paar Sachen zeigen, die auch im Hauptspiel gehen. Also einfach
nicht so, ja, normal spielen, wenn jetzt der Drache angreift. Einfach ein bisschen komisch spielen. Ein bisschen selbstverschuldend spielen. Ich weiß nicht, wie jetzt mit diesem Mod halt alles ausrastet oder so. Das kann mich jetzt gerade auch nicht... Jetzt kann ich nicht mehr. So, wenn ich jetzt zum Beispiel... ja, der Drache will nicht runterkommen hier. Ja, dann gehen wir einfach mal die Festung hoch. Und sobald wir wieder unten sind, auf dem Boden. Was ist, wenn wir hier bleiben? Was passiert dann? Bekommen wir viel Schaden über oder so? Doch, jetzt. Sind wir kommen. Sind wir tot jetzt? Nö. Das hat uns gar keinen Schaden. Was ist, wenn man falsch springt? Eine Abkürzung. LOL? Wir sind einfach wieder auf diesem Platz. Ah ja, genau, es ist ja eigentlich nur eine Umkehre. Ja, nicht ganz, aber... Was ist, wenn man rechts runterfällt? Da stirbt man. Das ist natürlich klar, wenn man einfach irgendwo falsch runterfällt. Das ist natürlich klar. Och, passiert jetzt wieder? Habt ihr gesehen, der ist gerade aufgestanden. Kann man das nicht überspringen, aber es wird sicher wieder etwas passieren. Mal gucken. Also ich mache das so lange das Video, bis ich dann dort ein paar Sachen zeigen kann mit dem Drachen. Wird sehr, sehr lustig sein, aber... Also müssen wir jetzt noch kurz geduld. Das Pferd ist einfach irgendwie so richtiger... Nach oben dort. An der Mauer ein bisschen hochgestellt. Und dieses Pferd dort auch, so ein bisschen komisch, sitzt ein bisschen komisch. So. Es gibt übrigens noch einen Mod, wo die Leute manchmal schwarze Köpfe haben. Und das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Kombinationsfehler oder so. Ach, der schöne Hals der Welt. Wo gehst du hin? Muss jetzt ein bisschen mehr Autos, also schnell speichern. Ja, jetzt geht es gerade nicht weiter. Jetzt können wir eigentlich gerade laden, weil der kommt einige Zeit nicht. Da hat irgendwo dort hinten irgendwie ein Monster oder so, wo er angreift. Aber dort hinten ist doch nicht viel. Vielleicht hängt er irgendwo an der Mauer fest. Kurz laden nochmals. Ah, das geht ja nicht. So halt schnell laden. So, der nächste Fehler bitte. Also eigentlich müsste jetzt wieder die Wache kommen, dass es weitergeht. Sonst mache ich einfach nochmals ein zweites Video und zeige das ohne diesen Mod, dass es auch weitergeht. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Das Pferd kommt wieder. Ihr habt diesen Krieg angefangen. Da kommt auch. Uffleck muss wieder rein. Hey, er hat zugebundene Arme, glaube ich. Sieht nicht so aus, aber. Oh, er ist jetzt am Boden. Hey, hallo, nicht mich angreifen, ich kann nichts dafür. Komm, greif ihn an, komm, rothaariger. Hey, lass mich hin. Ach, der Moonwalking. Geht gut. Er überlebt. Das ist doch etwas, oder? Das muss er weiterhin machen. Einfach abhauen. Jetzt kämpfe ich immer ständig. Hör auf, du blöder Wache. Du. Das muss so ein Elite-Wächter sein. Okay, jetzt geht er zu diesem anderen. Aber es geht scheinbar nicht weiter. Einmal versuche es jetzt nochmals. Das Pferd geht einfach mit wieder. Hallo? Was passiert jetzt? Macht mal weiter! Ich habe nicht den ganzen Abend Zeit. Muss schlafen gehen. Hopp, hopp! Jetzt hört man dann irgendwelche Stimmen. Vielleicht kommt jetzt jemand zurück, kurz. Ich bin jetzt nicht so lange. Ich bin ein bisschen ungeduldig, weil ich einfach das jetzt mehrmals getestet habe und es ging eigentlich immer relativ gut.
Aber sie greifen nicht mehr so wild random an. Das muss ich nochmals kurz irgendwie triggern können. Also es wird wahrscheinlich nochmals ein Video kommen von dieser Szene und von der nächsten. Vom Tutorial sozusagen auch, bis der Drache, also bis wir dann reingehen. Ich glaube, es passiert nichts mehr, schade. Okay, zu lange warten ist auch nicht gerade so toll. So. Also jetzt. Dankeschön, ich kann jetzt zum Vlog hin und mich umbringen, weil das Spiel so verbuggt ist durch Mods. Also die Mods so verbuggt sind eher. Ich habe ja auch noch diesen einen Skyrim-Patch, unoffiziell Skyrim-Patch drin. Sollte eigentlich nicht verbuggt sein. Und sich auf dessen Thron zu setzen. Wie einfach gekommen. Oh, danke schön, lieber Nachbar. Boah. Hey! Lass den Rothaarigen, der muss noch kämpfen. Der muss noch sterben. Auf dem Flock. Nein, er ist tot! Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Jetzt geht's hoffentlich weiter. Weißt du, wenn er nicht lebt, dann kann es auch nicht weitergehen. LOL! Sie macht jetzt den. Nein, sie wartet jetzt. Aber die geht weg. Mega Rage Typ. Ey, was ist mit dem los? Behaltet es im Auge. Behaltet. Ulfric am Boden. Okay, es geht wieder weiter. Okay, ich kann es noch in dieses Video packen. Sehr schön. Ja, also jetzt kommt dann das Beste. Was manchmal passieren kann, aber ich muss sofort speichern, weil, ja, sonst müssen wir natürlich das wieder machen. Ja. Das war jetzt schon ein bisschen, ja, nervig. Was ist mit dem los? Wer ist das überhaupt? Den kenne ich sonst nicht. Das ist einfach ein random Typ, der irgendwie in Helgen spawnt oder so. Das ist ja alles falsch gelaufen. Und was ist denn eigentlich mit diesem Henker? Jetzt müssen wir mal schauen, wo der Henker jetzt gerade ist. Er müsste eigentlich jetzt hier noch am Boden liegen, wenn wir aufstehen. Ich möchte gerne den Henker ein bisschen mitnehmen, das Gefährten. Derjenige, der mich umbringen würde, ohne den Drachen. Aber ist das auch ein Fehler? Nein, das ist okay. Wir können leider jetzt nichts machen, weil die anscheinend dann erst irgendwo drinnen, wo wir dann nicht mehr rauskommen. Abgenommen wird. In einer Festung. So, was ist, wenn wir jetzt hier stehen? Aber zuerst werden wir speichern. So. Was ist, wenn wir hier. Wir bekommen so wenig Schaden über. Lol, wie das auch aussieht. Der hat ja gar keinen Platz zum Fliegen. Okay. Ja, jetzt nicht runterfallen, bitte. So, was ist, wenn man das Kind aufhält? Kinderschänder. Genau. Bleib hier. Oh, er trifft einfach nicht, das Kind. So. Was ist, wenn wir genau da stehen, wo die Flügel kommen? Okay, sie sind durchsichtig. Jo. Aber, wo? Ich sehe gar nicht mehr. Wo? Okay. So. Und wenn wir jetzt hier nach rechts gehen... Sollte irgendwas passieren, wenn der Drache kommt, aber ich sehe ihn jetzt gerade. Da, wenn der Drache kommt. Boah, wie das hässliche Gesicht. Okay, es passiert leider nicht. Ich muss neu laden. Weil jetzt einfach der Drache sozusagen auch nicht dort scheint. So, nochmals. So. Das wäre geil, wenn man einfach auf den Drachen hüpfen könnte, aber geht zu schnell weg. So. Hier wird das Drachenfeuer erscheinen. So ist es recht, Sohn. Macht mich stolz. Oh. Oh. Knutschen mit einem großen Drachen. Was passiert jetzt, wenn wir hier stehen bleiben? Ich bin bald tot. Ich kann das Spiel nicht fertig spielen. Ich sterbe schon im Tutorial. Hier ist es doch immer geprockt, aber das prockt jetzt nicht mehr. Er greift hier nicht mehr an.
das waren die Eisenrohr hier. Hier griff er an. Oder kommt erst jetzt? Vielleicht kommt es auch erst jetzt. Genau hier, ja. Wir fliegen aber nicht davon. Ja, genau. Man kann also sterben im Tutorial. Lol. Okay, man stirbt einfach nicht. So, komm nochmals. Komm nochmals. Ich will das sehen, wie ich wegfliege. Ja, weil es ein Dach ist. Der ist ja gut im Fliegen. Mungaruch. Genau das meine ich. Genau das ist wieder erschienen. Man kann sterben, einfach so schnell wie möglich sterben. Hey! Ist abgeflogen, ohne dass ich etwas. Nochmals. Weg mit dieser Brille. Hey! Ich hab Game Breaking gemacht. Kann ich eigentlich schon in den Modus, wo man Echo-Sicht hat? Deine Fenster sind gefesselt, okay. Das nicht, aber. Kann ich hier einen Screenshot oder so machen? Ich muss ja so ein Screenshot schon, aber ich muss mal kurz rausgehen. Dankeschön, Vortex Launch, dass du so blöd im Weg bist. Von da wollte ich nicht einen Screenshot machen, von hier. Jetzt lass mich doch mal kurz einen Screenshot machen. Ach komm. So. Skyrim ist halt so schlecht gemacht. So, auf dem PC portiert worden. Das soll aber nicht so gut geht mit dem Screenshot nehmen und so. Ich kann fliegen. Ich kann irgendwo abkürzen. Ich kann fliegen. Okay, ich hänge fest. Ich kann alles machen, nur nicht das Richtige. Ich kann im Feuer bleiben. Hallo? Nein, ich sterbe. Nein! Schon das zweite. Wo ist mein Bein hin? Ich bin ein Einbeiner. Also nochmals. Auf den Drachen! Mal auf den Drachen. Hey, bleib hier! Ich wollte dich pflegen, Alduin. Leider schon fast tot. So ist es recht, Sohn. Macht mich stolz. Okay, hier gelandet ist er, aber auch. Doch, ist schon gelandet, aber er konnte nichts brüllen. Nicht Feuer spucken. Ach ja, Flammenbahn. Ui, mein Leben ist sowas von hoch. Also, wenn ich jetzt hier bleibe, dann landet er direkt auf mich. Komm schon. Bitte! Bitte! Bitte schneller! Bitte! Nein! Wie fliegst denn du? Boah, fast in den Berg reingekracht. Komm schon. Komm hier hin. Hallo, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ich bin nicht lebensmüde, ich will nur lustige Dinge brocken. So, jetzt aber komm. Zu mir. Zu mir. Hallo, du faules Stück. Verpacknis. Oh, wir müssen ihm helfen, aber unsere Beine sind, Räume sind gefesselt. Bist du jetzt hin? Wir haben den Drachen besiegt, yay! Yeah. Helgen ist gerettet. Da ist er. Lol, von wo? Der ist unterirdisch gewesen oder so. In die Festung schnell, nö. Wie lustige Dinge brocken. Komm, das schaffst du. Wieso geht ihr da drauf? Mann, du bist doch immer hier gelandet. Mensch. Okay, wir haben ja die gute Szene, aber trotzdem. Hätte ich nochmals gedacht. Hätte ich nochmals gedacht, es gibt noch etwas anderes, was möglich ist. Was? Wollt ihr die nächste Mahlzeit dieser Bestie werden? In die Festung, schnell!
Hast du ein Problem mit meinem lustigen Dinge-Video? Dann schreib's in die Kommentare, Tullius. Ja, ich muss mich nicht wiederholen. Ich wollte bei dir chillen. Ich wollte schauen, ob was noch passiert. Oh, das ist ein Eishauch. Du machst gar nichts. Weißt du, du bist wahrscheinlich der Stärkste hier. Du könntest ihn one-shotten. Auch mal einen Bogen rausnehmen und was machen. Da ist ein fliegender Köche. Fast fliegend. Ja, ist gut. Wie der sich immer bewegt. Wenn wir jetzt, wenn er hier nochmals, er kommt hier nochmals angreifen, was passiert dann? Aus dem Weg! Wir fliehen, Hartmann! Diesmal haltet ihr uns nicht auf! Jetzt kommt er, glaube ich, noch nicht. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sovngarde. Genau, er greift einfach diese Wache an. Oh, komm, ich rette dich! Komm! Ja! Oh nein, ist, nein, ich konnte ihn nicht retten. Diese arme Wache, Bogenschützen. Wir müssen hinein, sofort! Nö, ich geh zum anderen. Er ist auch schon drin. Ja, da ist er. Hier entlang. Ja, das Video ist auch. Okay. Gut. Ich hab das Spiel ein bisschen. Okay, das war ein bisschen merkwürdig. Das Spiel wollte einfach nicht mehr, dass ich draußen bleibe. Ja, halt die Fest. So, danke schön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich lasse mich nicht befreien. Ja, ich gehe jetzt weg. Tschüss. Mann, du Blöder. Abwart du. Bitte, sucht euch etwas aus. Yeah, ich bin frei. Oh, mir schwindelig. Oh. Ist besser. Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Antiquats. Ihr besorgt euch besser. Okay, ich mach das noch einige Zeit. Viel Spaß noch mit anderen Videos auf YouTube. Auch noch mit einem rechtlichen Tag. Ne? Und, ja, der wird bald sterben, kein Problem. Es muss ein, zwei Schwerter so in diesen Kuhn geben. Seht euch um. Ja, ich bin gerade sehr unkonzentriert, weil ich. Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Ja, ich kann später dir zuhören. Aber. Tschüss. Es muss ein, zwei Schwerter in diesen Gruben geben. Ja, wird's auch werden. Wird's auch haben, aber kein Problem, ich mach später. Es muss ein, zwei Schwerter in diesen Gruben geben. Tschüss, Leute.